Bienenvolk leben etwa 40.000 bis 70.000 Bienen. Fast alle davon sind Arbeiterbienen. Dann gibt es noch ein paar hundert männliche Bienen, die Drohnen und natürlich die Königin. Die Königin legt im Sommer etwa 1.000 bis 2.000 Eier am Tag. Diese werden von den Arbeiterinnen gepflegt, gefüttert und mit einer Wachsschicht verdeckelt. Wenn sie nach 21 Tagen schlüpfen, übernehmen sie direkt ihre Arbeit im dunklen Stock. Die Bienen im Volk nehmen während ihres kurzen Lebens unterschiedliche Aufgaben wahr, abhängig vom Entwicklungsstadium ihres Körpers. Meist fangen sie direkt nach dem Schlüpfen als Putzbienen an und übernehmen im Laufe der Zeit andere Arbeiten wie Brutpflege, Heizen oder Kühlen, durch Flügel schlagen, Wachs herstellen, Königin füttern und pflegen. Erst in den letzten 1 bis 2 Wochen, wenn die Giftblase ausgebildet ist, dürfen sie den dunklen Stock verlassen und werden zu Wächter-, Sammel- oder Späherbienen. Die Sommerbiene lebt nur etwa 4 bis 6 Wochen. Wenn die Bienen Brut mit besonderem Futtersaft füttern, dem Gelée Royal, entwickelt sich daraus eine Königin. Dies passiert entweder, wenn die alte Königin zu alt ist oder das Volk so groß wird, dass es sich teilen muss. Auch dafür braucht es eine neue Königin. Bevor eine Königin allerdings selbst Eier legen kann, muss sie bald nach dem Schlüpfen mehrmals auf ihren Hochzeitsflug rausfliegen und von etwa 10 bis 15 Drohnen begattet werden. Die Drohnen sterben dabei. Viele sagen, dass das die einzige Aufgabe der Drohnen ist. Arbeiterinnen können durch ihren Tanz anderen Bienen ganz genau beschreiben, wo es gute Futterstellen gibt. Die anderen Arbeiterinnen können sich diese Empfehlungen merken und ihre Route ändern, auch wenn sie schon woanders losgeflogen sind. Die Bienen fliegen bis zu 3 Kilometer weit, um gutes Futter zu finden. Dabei sind sie mit einer Geschwindigkeit von 20 bis 30 km/h unterwegs. Bienen können so gut riechen, dass es Experimente gibt, sie statt Spürhunden abzurichten. Bienen sind keine aggressiven Tiere, die Menschen oder andere Tiere angreifen. Und deshalb stechen sie nur in seltenen Ausnahmen, nämlich wenn sie sich verteidigen möchten oder sie denken, dass sie in Gefahr sind. Frau Thormann hält eine Biene in der Hand. Die Biene hat keine Angst und sieht keinen Grund zu stechen. Warum sollte sie auch? Denn wenn sie stechen würde, würde ihr Stachel mit ihrem Widerhaken in der Haut stecken bleiben und die Biene würde sterben. Angst bekommen Bienen zum Beispiel, wenn man aus Versehen auf sie drauftritt oder nach ihnen schlägt oder sie sich in Haaren oder Klamotten verfangen. Die Bienen werden durch die Blütenfarbe und den Duft angelockt. Und im Inneren der Blüte, wie ihr so schön sehen könnt, befinden sich die Pollen und der Nektar. Der Nektar befindet sich hier in diesem Bereich und das dient der Nahrung. Also davon ernähren sich die Bienen. Und beim Sammeln ist es so, ganz pragmatisch, die kommen einfach an den Pollen vorbei, beziehen dann hier aus der Mitte den Nektar und suchen sich dann eine andere Blüte, setzen sich dann wieder hier in den mittleren Bereich drauf und bestäuben die Blüte. Die Imker kümmern sich um ein Bienenvolk und schauen, dass die Bienen gesund sind und überleben. Sie ernten auch Honig, Wachs oder Pollen. Sie schauen regelmäßig in das Bienenvolk rein und haben die Entwicklung im Blick. Vor etwa 40 Jahren hat sich auch in Deutschland die Varroa-Milbe aus Asien eingenistet. Diese sitzt vor allem in der Brut der Bienen und die Bienen haben keine Chance gegen sie und würden sterben. Die Imker müssen das im Auge behalten. Aber natürlich auch, dass die Bienen genug Pollen, Nektar und Wasser finden. Natürlich finden viele Menschen die unterschiedlichen Honige lecker. Aber das ist nicht der Hauptgrund, warum die Biene und natürlich auch andere Insekten so wichtig sind. Denn die Honigbiene ist bei uns nach Rind und Schwein das drittwichtigste Nutztier. Pflanzen brauchen einen Bestäuber, um ihre Pollen zu verbreiten und sich so zu vermehren. Und dafür brauchen die Pflanzen und ihre Früchte die Bestäubungsleistung fleißiger Insekten wie der Bienen. So sichert uns die Biene die Vielfalt an Nahrungsmitteln, wie wir sie kennen und genießen.
faszinierend, wie so viele Bienen mit ganz unterschiedlichen Aufgaben in einem Stock zusammenarbeiten. Jede einzelne Biene ist wichtig. Das bedeutet für mich auch, dass jedes Lebewesen für mich wichtig ist. Übrigens auch an einer so großen Schule wie die Zielschule. Das heißt, jede Schülerin, jeder Schüler, die Eltern und jede Mitarbeiterin und jeder Arbeiter.